Sieg Nummer 2 in der laufenden Europa-League-Saison. RB Leipzig gewinnt zu Hause 2:0 gegen Celtic Glasgow. Ich glaube, es war ein Riesenschritt. Es ist klar, dass es quasi um den zweiten Platz mit uns und Celtic dann geht. Und klar, dann in Celtic, in Glasgow wollen wir das nochmal fix machen. Wir haben in den ersten 15 Minuten den ihren Sechser nicht so gut zubekommen. Haben ihn oft das sich aufdrehen lassen und er konnte dann das Spiel eröffnen. Und wir haben dann einfach umgestellt, dass wir mit drei Sechsern quasi gespielt haben und Bruma auf die 10 gestellt haben, der ihn dann zugestellt hat. Und dann hat super geklappt. Dann haben wir super Torchancen kreiert, haben schnell zwei Tore gemacht und auch danach sehr konsequent gespielt. Hätten vielleicht noch ein, zwei Tore mehr machen müssen, aber war ein super Spiel von uns. Ja, wir haben eine kleine Änderung gemacht, wie wir dann taktisch wie wir dann anlaufen. Und da hatten wir auch einen besseren Zugriff danach. Das war schon auch ein guter Schachzug von Kautz. Ja, wir haben gesehen, dass die ersten 20 Minuten, wir hatten ein bisschen mehr, vor allem im Mittelfeld, weil sie waren ja frei in Überzahl. Dann kam diese Entscheidung vom Trainer und ich denke, das gut gemacht. Deswegen haben wir heute gewonnen zuerst mal und dann auch zu Null gespielt. Also einfach Chapeau an den Trainer, weil ich denke, heute das war sehr wichtig, einfach diese Entscheidung zu machen. Schon am Samstag geht's für RB hochkarätig weiter. Dann geht's in der Bundesliga gegen Schalke 04.